Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker. Und es spiegelt mal wieder total, wie ich es hasse. Ja, Super Mario Maker kam am 11.09.2015 in Europa raus für die Nintendo Wii U. Später auch für den Nintendo 3DS. Es hat sich insgesamt 5,26 Millionen Mal verkauft, was für die Wii U echt krass ist. Also spielen wir. Wie konnte ich es machen? Ich glaube, ich muss jetzt auf Level aus aller Welt. Wie kann ich denn das Spiel verpassen? Nee, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte warten. Gut. Minus. Und wie kann ich denn meine Level spielen? Plus. Der Speicherbot. Dort werden wir jetzt meine Level spielen. Wir fangen an mit Standard. Ich weiß nicht, was das für ein Level ist. Aber mal gucken. Also, es ist schon mal im Super Mario Bros. Die gehalten. Übrigens, das Let's Play hat TikTok entschieden. Also, ich hatte auf TikTok eine Umfrage gemacht, welches Let's Play als nächstes kommen soll. Und es war Gleichstand zwischen Tropical Freeze und Super Mario Maker. Was habe ich denn hier für einen Gegner gespammt gemacht? So, was hatte ich da eigentlich? Ach, damit man einen abkriegt. Okay, gut. Ja, TikTok hat entschieden, welches Let's Play kommen wird. Ich fange jetzt erstmal an mit Mario Maker. Es wird eh beides kommen. Ich spiele es mit einem Nintendo Wii U Pro Controller, den wir auch geunboxed haben. So, ich habe jetzt nur mal kurz den Cut gemacht. Aus einem Grund, weil es da gespiegelt hat. Dann spielen wir hier erstmal dieses erste Level. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Aber gucken wir es uns einfach mal an. Oh Gott. Also in Levelbauen war ich früher anscheinend gar nicht gut. Aber ich finde meine jetzigen Level, die kann man noch spielen. Zwei sind auch hochgeladen. Also wenn ihr Interesse habt, kann man die noch spielen? Was soll das denn? Hä? Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr die noch gerne spielen. Was, das war's? Anscheinend war ich am Anfang nicht kreativ genug, Level zu Ende zu bauen, aber ist okay. Wenn ihr Level gebaut habt, könnt ihr mir die auch gerne schicken. Natürlich nur für Mario Maker 1. Das hier ist hochgeladen und das finde ich auch eigentlich echt nice. Ich glaube, das hatte auch zwei Sternenmünzen. Ich versuche euch alles zu zeigen in dem Level. Müsste hier, glaube ich, irgendwo was gewesen sein. Hier vielleicht. Ja, genau. Dann brauchte man hier den Bullet Bill oder Kugel Willi zu Deutsch. Dann könnte man hier lang und in die Tür. In der Tür bekommt man einen Pilz, den man sich echt gerne mitnehmen kann. Und deswegen mache ich das auch. Ach Mann. Hier sind extra viele Koopas, um ein Up zu generieren. Ja, hier ist jetzt leider ein Koopa zu viel gestorben, denn hier wären Coins drin gewesen für den Koopa. Warte mal. Genau. Dieses Secret habe ich nämlich selber lange vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier oben genau ist. Oh Gott, auf jeden Fall nicht so viel Gutes. Ach, eine Feuerblume. Was ist hier hinten drin? Einfach nur aus Interesse. Nee. Oh Gott, ein Stachel. Ich glaube, ich mache mal für euch kurz das Spiel leise. Auch wenn ich jetzt vom Stachel getroffen wurde, auch wenn es kein Mario Kart ist. Oh nein. Nein, ich darf da nicht die Münzen einsammeln. Denn hier ist ein versteckter P-Switch.
den... Ich weiß nicht, ob das Secret überhaupt möglich ist. Ich glaube, ich meine aber, ja. Sonst hätte ich es ja nicht eingebaut. Ja, dort kann man also hoch. Dann kann man hier, ja. Das war's. Mein erstes Level, also das erste richtige Level, ist somit zu Ende. Gefahr von Höhlenluft, Höhle und Luft. Ich glaube, das Level habe ich auch gerne gespielt. Genau, hier habe ich nämlich echt viel gearbeitet dran an dem Level. Eigentlich wollte ich zuerst eine coole Eishöhle machen, aber das ging irgendwie nicht so gut. War hier nicht ein Invisible Block irgendwo? Ja, genau. Was hier ist, weiß ich gar nicht mehr. Oh nein. Da will ich vielleicht noch gar nicht rein. Ich suche erstmal nach einem Power-Up. Wenn ich so sozial war und eins gegeben habe. Hä? Ich weiß gar, ich verstehe den Levelaufbau nicht. Was habe ich denn hier gemacht? Machen wir einfach hier erstmal weiter. Ist hier irgendwas? Ja, eine Knochenbahn. Oh nein, man muss die ja hier so oft wechseln in dem Spiel. Oh Gott. Eine Feuerblume. Bin ich dumm? Ich hab sie. Ich hab die Feuerblume. Bin ich denn komplett krank? Ich hab aber den Sprung geschafft. Ach, man kriegt ja nur ein Power-Up, aber immerhin. Ein gutes. Ja, und ich verliere es direkt. War's das? Oh nein, ich weiß noch, die Stelle war eklig. Hier muss man sich nämlich immer gut festhalten. Dann kann man hier schön rumrutschen, aber das ist natürlich auch gefährlich, denn hier wartet ein Käfer. Und natürlich springe ich direkt drauf. Aber ich würde sagen, wir spielen ein anderes Level. Da ich ja auch da... Vielleicht machen wir es nachher nochmal. Ich will nicht alle Level schaffen. Super Mario Bros. 1-1. Das ist ein Nachbau des NES-Klassikers. Ich glaube, er ist zwar nicht genauso, weil ich habe immer das Gefühl, dass Super Mario Bros. Komplett anders aussah. Aber naja, ich habe es probiert, okay? Hier fehlt zum Beispiel auch die Röhre. Aber hier gibt's die Feuerblume. Gibt's hier auch den Stern? Aber sehr, sehr gut finde ich eigentlich nachgebaut. Für mein erstes Remake. Obwohl ich glaube, dass ich es auf dem 3DS auch nachgebaut habe. Bin mir auch nicht sicher. Denn Super Mario Bros. Kann man immer mal ein Level spielen. Deswegen hatte ich es ja auch auf die Wii U quasi geportet. Bim, 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 bim. Ja, ist halt ganz nett. Auch gleich kommt mein neuestes Level. Castle ist auch hochgeladen. Das ist ein Assi-Level. Hier kann man schon durchaus mal getrollt werden. Was ist denn jetzt los? Ein Moment. Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem mit Super Mario Maker. Deswegen wundert mich das. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt jetzt kurz passiert. Ist, denk ich, okay. Hier müsst ihr aufpassen, denn hier kommt irgendwo ein riesen Goomba runtergeflogen. Und dieser Steinblock, am besten, ihr befördert ihn in die Lava. Dann ist hier eine nette Tür. Spaß, so nett ist sie nicht.
wenn ihr vielleicht genau hingesehen habt, da waren ein Haufen Goombas und ich bin klein, das ist nicht gut. Denn hier kommt auch ein Bosskampf. Und wir bekommen auch unseren Freund Yoshi. Das hier, da habe ich eigentlich versucht, irgendwie ein Dornenlevel zu machen. Hat nicht allzu gut funktioniert. Und Yoshi, nein. Ja. Hier findet ihr drei Wege. Die führt leider zum Boss. Eigentlich bekommt ihr an einer anderen Stelle noch ein Power-Up. Und einen anderen Bonusraum. Aber ich bin jetzt aus Versehen in die Boss-Tür gegangen. Weil ich nicht wusste, welches die richtige ist. Wie ihr seht, Bowser dürfen wir nicht töten. Geht ja theoretisch. Seht. Aber er muss uns halt den Weg freispringen. Ist jetzt nicht so kreativer Custom-Boss. Weil es den halt, denke ich, schon sehr, sehr oft gibt. Aber ich wollte es halt besser machen. Ja, da kann ein bisschen dauern. Aber das ist, denke ich, okay. Yoshi, hau nicht jedes Mal ab. Und mach mir jetzt den Weg frei. Gott verdammt. Das Level mag ich übrigens auch ganz gerne. Wie der seine blöden Flammen spuckt. Komm, jetzt mach den Weg frei. Wie ihr seht, kann das echt dauern. Und das kann echt nervig sein, gebe ich gerne zu. Aber so ist es nun mal. Ach komm, jetzt mach doch einfach. So lange habe ich für den Boss noch nie gebraucht. Komm, noch eins. Noch eins, komm. Das könnte es gewesen sein. Perfekt. First try in dem Level, wo ich finde, dass man echt noch sterben kann. Aber ihr werdet gleich wirklich ein Level sehen, was wirklich Hammer ist, finde ich. Das hier ist die Golden Ice Mine. Hatte ich eigentlich auch hochgeladen, aber ja, da es zu schlecht bewertet wurde oder halt eigentlich gar nicht bewertet wurde, hat Nintendo sich gedacht, wir nehmen es runter. Hier könnt ihr erstmal eine schöne ein paar Münzen runterholen, deswegen ja auch Gold und Eismine. Ihr werdet schon noch sehen, wieso Eis. Ihr werdet euch nicht freuen. Ja, schade, dass das Level nicht mehr da ist. Weil für das hatte ich mir eigentlich auch echt Mühe gegeben. Hier ist auch ein schneller Rückweg. Falls man keine Lust hat zu warten. Hier ist ein Monty Maulwurf. Der kann echt manchmal nerven. Ja, wie dumm. Oh, ein versteckter Pilz. Den wusste ich gar nicht, dass der existiert. Toll, und jetzt wird's assi. Jetzt sind wir nämlich im Eisbereich und kratzen ab. Alles nochmal von vorne. Ich werde jetzt allerdings nicht durch die Tür gehen. Oder muss ich das? Ja, doch, ich muss. Deswegen ist also die Tür da. Wusste ich gar nicht mehr. Das war Dummheit. Die lasse ich diesmal in Ruhe. Hier ist ja eben versteckter Pilz, wie ich gemerkt habe. Ja, wieso bin ich denn so dumm? Okay. Wieso dreht der um?
Wieso denn? Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf den Pilz. Den verliere ich eh immer nur ganz billig. Kann ich mir gleich den holen? Der zweite Goomba ist echt mies, finde ich. Deswegen dreht er um. Okay, lasse ich den einfach in Ruhe. Hier oben weiß ich gar nicht, was da genau ist. Ein Secret scheinbar. Ach ja, genau, die Münzen. Kann man einsammeln, denn man kann natürlich insgesamt auch ein abbekommen, wenn man die ganzen Münzen einsammelt. 16 Minuten schon, okay. Und natürlich auch hier an der Fahnenstange. Die Sprünge habe ich nämlich immer versucht recht fair zu machen. Ja. Dann mein neues Level habe ich erst gemacht. Und das ist echt anspruchsvoll, finde ich. Das hat echt was zu bieten. Meiner Meinung nach. Hier am Anfang kommen ein paar Münzen und natürlich der klassische Goomba. Hier hinten sind 3 Münzblöcke. Ich nehme jetzt auch mal die Zeit und zeige euch alles. Denn davon gab es ja auch ein bisschen was auf TikTok zu sehen. Ja, deswegen zeige ich es euch jetzt komplett. Dieser Fehler hier oben ist immer noch da. Ich habe ein Haar im Mund, deswegen muss ich kurz stoppen. Hier ein kleines Mini-Jump'n'Run in einem Jump'n'Run und ich sterbe. Nochmal zeige ich euch aber ganz bestimmt nicht alles. Ihr habt ja jetzt die Münzblöcke und alles gesehen. Weil ich möchte euch schon gerne alles zeigen. Aber halt nicht in einem Run unbedingt. Da kommt man hier runter. Hier hinten ist der Pilz. Wie wir sehen, sind hier noch ein paar Münzen. Und ein Münzblock. Dann ist hier ein Kettenhund. Ich glaube, das sieht man sogar bei TikTok. Ursprünglich war hier ein Hammerbruder. Aber da es echt unfair war, habe ich ihn weggelassen. Weil ich möchte ja eigentlich nichts Unfaires machen. Weil die Hammer konnten einen in einer anderen Passage treffen. Das werdet ihr noch sehen, was ich meine. Da werde ich es auch nochmal sagen. Hier ein paar Münzen. Ist, denke ich, ganz nett. Wie man sieht, also wer das TikTok-Level kennt, man braucht hier Yoshi. Nur ich bin zu blöd, ihn zu behalten. Mann. Also rasen wir schnell zu Yoshi. Ja, ach komm, dann nehmen wir den Pilz doch mit. Ich wollte ihn... Ach nein. Eigentlich zuerst weglassen, aber ich nehme ihn doch mit. Einfach, weil ich mich dann sicherer fühle. Theoretisch gesehen kann man einen großen Part ja eh überfliegen. Per Flatterflug. Und denkt jetzt nicht, wenn man Yoshi verliert, kann man sich noch... Hä? Wieso ist er jetzt verschwunden? Also wie gesagt, wenn er verschwindet, kann man nicht einfach von Koopa zu Koopa springen, denn am Ende kommen keine mehr. Ich finde das zwar gerade Betrug. Wisst ihr was? Ich lasse den Pilz weg. Er nervt.
Glaub mir, er bekommt eh irgendwann was Besseres. Ja, ihr könnt das Level eh nicht mehr spielen, was ich schade finde. Da die Server am 31. März, glaube ich, eingestellt wurden. Ja. Wie ihr seht, gab's hier nicht ein Power-Up? Nee. Das hier ist der nächste Challenge-Raum, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mit Yoshi ist es einfacher. Wenn man ihn aber verliert, ist es auch noch möglich. Einfach hier per Wandsprung und dann ist man auch drüben. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier hätte ich den Pilz gerne gehabt. Wir sehen eine Knochenbahn. Eine Assi-Knochenbahn, um genau zu sein. Ja. Da war die Feuerflamme-Ding. Ich schneid bis dahin. Ich werde jetzt einfach nochmal versuchen, mit Yoshi das hier zu schaffen. Es geht natürlich auch ohne, habe ich euch ja gezeigt. Hier könnt ihr eigentlich einfach, hier braucht ihr eigentlich nicht springen. Und hier einfach ein Flatterflug. Dann habt ihr hier auch noch Yoshi zum Verschwenden. Also, wenn man das halt als Leben ansehen möchte. Man hat halt einen zusätzlichen Treffer. Ich war hier zwar selbst noch nie mit Yoshi, aber ist auch mal interessant, das zu sehen. Toll. Toll! Erneut wieder da. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr aufs Level, aber okay. Weil ich glaube, dass das mit Yoshi nicht so einfach ist. Ja, okay, Yoshi ist jetzt eigentlich theoretisch noch da. Deswegen nehme ich ihn auch wieder. Man braucht die hier nicht. Man kann sie natürlich trotzdem nutzen. Aber jetzt wird's assi. Komm wieder her, Yoshi. Egal, ihr müsst eigentlich nur versuchen, hier hochzukommen. Mit oder ohne Yoshi ist egal. Ja, na klar. Ich hab's jetzt nur ohne Yoshi geschafft. Jetzt, hier ist ein versteckter Stern für einen Mancha-One. Für einen ganz kurzen, wie man merkt. Ja. Dann, hier oben, ein sogenanntes Secret. Genau. Mit zwei Ups sogar. Mit drei Ups. Das ist doch nett. Da soll man nochmal sagen, ich war ein Unmensch, als ich das Level erstellt habe. Also wie ihr seht, es ist möglich. Genauso. Ja, was genauso? Keine Ahnung. Ich bedanke mich allerdings fürs Zusehen des ersten Parts von Super Mario Maker. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.